Na. Der Blaue ist doch der leichte Weg. Ja, ich glaube schon. Nicht schon wieder. Das darfst du nicht wahr sein. Das geht's doch nicht. Eine international einheitliche Schwierigkeitsbewertung für Wander- und Bergwege gibt es nicht. Auch innerhalb von Österreich sind die Unterschiede teilweise gravierend. Vor allem in Vorarlberg, wo das Schweizer Bergwegekonzept umgesetzt wird. Daher ist es wichtig, dass man sich vor der Tour über das jeweils gültige Farbschema informiert. Was ist denn jetzt los? Na. Mit den Begriffen Wanderweg oder Talweg werden jene Wege bezeichnet, die nur geringe Anforderungen an die Trittsicherheit stellen. Am häufigsten finden wir diese Wegekategorie in Talnähe unterhalb der Waldgrenze. Für Familien mit Kindern und Menschen ohne Bergerfahrung sind diese Wanderwege ideal. Wege dieser Kategorie sind mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Ausnahme in Tirol, hier gibt es den blauen Punkt für Wege dieser Schwierigkeit nicht. Anders auch in Vorarlberg, dort wird die Pfeilspitze mit Gelb markiert. Mittelschwierige Bergwege sind in ganz Österreich einheitlich mit roter Farbe gekennzeichnet. Im Gegensatz zu Tal- und Wanderwegen sind sie schmäler und steiler und können auch absturzgefährdende Stellen aufweisen, die nicht gesichert sind. Trittsicherheit und ein gewisses Maß an Schwindelfreiheit sind notwendig. Sind für das Begehen von Wander- und Talwegen Sportschuhe ausreichend, so erfordern Bergwege Wanderschuhe. Diese sind stabiler und mit einer reibungsstarken Gummisohle mit ausgeprägtem Profil ausgestattet. Schwierige Bergwege sind in Österreich schwarz markiert, außer in Vorarlberg. Dort wird die Pfeilspitze mit Blau markiert. Sie sind schmal und steil und können über längere Strecken sehr ausgesetzt sein. Mit Stahlankern und Drahtseilen werden besonders exponierte Stellen entschärft oder Kletterpassagen begehbar gemacht. Somit wird der Einsatz der Hände zur Unterstützung des Gleichgewichts und zur Absturzsicherung notwendig. In Tirol gibt es noch eine weitere Kategorie, die alpine Route. Ja, genau. Bleib bei uns in Tirol. Es handelt sich dabei um Steige im Gebirge, die nur spärlich beschildert und nicht gewartet werden. Pfade, die meist wild entstanden sind und für die keine Organisation zuständig oder verantwortlich ist. Alpine Routen können auch über Gletscher führen. Seilsicherungen sind in der Regel nicht vorhanden. Der Einsatz der Hände ist oft erforderlich. Auch Kletterstellen im ersten bis zweiten Schwierigkeitsgrad sind möglich. Wo gehen wir jetzt? Ja, heute gehen wir einen schweren Weg. Okay. Ja, genau, und blauer. Blau. Das ist bei uns ganz anders. Wegekategorien bieten eine grobe Information über die möglichen Schwierigkeiten, die Ausgesetztheit und die potenzielle Absturzgefahr. Es ist aber immer die schwierigste Einzelpassage eines Wegeabschnitts, die über Rot oder Schwarz entscheidet. Die Definition und Merkmale der Wegekategorien zu kennen, ist gut. Besser ist die eigene Erfahrung, indem man sich Schritt für Schritt vom leichten ins schwierige Gelände steigert und so seinen Wohlfühlbereich kennenlernt. Die ehrliche und kritische Selbsteinschätzung ist auch hier der Schlüssel zum sicheren Bergerlebnis.